haben sie mir die Kräfte nicht eher verliehen. Die sind nützlich. Von mir hast du die nicht. Hab ich nicht? Geschafft. Komm schon, Spider-Man. Miles. Spider-Man. Spider-Man, wach auf! Neuer Anzug. Oh, was ist das? Miles, was war das denn bitte? Sie und ich haben den Symbionten in dir beseitigt, der noch da war. Um dich zu retten, musste er seine Kraft in dir entladen, statt gewirkt zu haben. Warte, ihr arbeitet zusammen? Ich konnte dich doch nicht sterben lassen. Miles, das ist... Langsam reicht ein einfaches Dankeschön nicht mehr aus. Ich weiß. Ist okay. Ich hab ihn nicht verdient.
Probier's doch nochmal! Wir haben dich wieder. Ich sollte mich wohl bedanken. Ich habe Jahre meines Lebens nur an Rache gedacht. Und dadurch alles verloren. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich nicht so bin. Hilfst du einem, hilfst du allen. Wo wollen Sie hin? Die Dinge richtig stellen. Auf deine Art. Wow. Deinen größten Gegner zu läutern. Das habe ich noch nie geschafft. Vielleicht hatte MJ recht. Wozu braucht die Stadt mich, wenn sie dich hat? Weißt du, ich glaube, diese Stadt kann gut zwei Spider-Man brauchen. Verschwinden wir von hier. Eine Spur von Harry? Noch nicht. Kam was dazwischen. Ich glaube, Miles hat mich gerade gerettet. Was ist passiert? Es gab noch einen Symbionten in mir. Er hat die Kontrolle übernommen. Aber Martin Lee hat mir seine Kräfte gegeben. Ich fühle mich anders. Die Stimmen sind weg, aber die Kräfte sind noch da. Das ist unglaublich. Und Pete, damit du es weißt, ich habe meinen Namen von dem Artikel entfernen lassen. Und meinem Vermieter gekündigt. Was heißt das? Das heißt, wenn die Welt in ein außerirdisches Ödland verwandelt werden sollte. Tut mir leid, ich muss dich abwürgen. Es ist mein Kindheitstraum, eine unsichtbare Deckenburg. Stimmt ein paar heiße Jäger.
Informationen. Okay, MJ, du hast meine Aufmerksamkeit. Raus damit. Das heißt, wenn die Welt in ein außerirdisches Ödland verwandelt werden sollte, würde ich mit niemandem lieber im Ski einstecken als mit dir. Oh, geht mir ganz genauso. Halt nach Harry Ausschau. Ich melde mich, wenn ich was höre. Ohne Funk erreicht man keine Verstärkung. Du besuchst also oft andere Ansitze. Ich muss die Basis finden. Also weiter mit den Ansätzen.
Mitten in dieser beispiellosen Zeit der modernen Geschichte erhebt sich ein Held, um sein Kostüm zu wechseln. Welche Preisverleihungsshow zwingt Spider-Man dazu, lieber ständig das Outfit zu wechseln, statt den Behörden tatsächlich mal zu helfen? Solltet ihr nicht in einer Sanduhr sein oder so? War es jetzt wohl? Sie umkreisen mich, Mira. Ich wünschte, ich wäre bei dir zu Hause geblieben, Kimia. Hätte dir bei den Hausaufgaben geholfen und das einzige Essen gemacht, das ich kochen kann. Aber jetzt ist es zu spät. Marco ist in ihre Falle getappt. Moment. Kimia ist sein Kind? Warum wusste ich nichts davon? Ich hab mich nach... Marco erkundigt. Ihm geht's immer besser. Er ist wieder bei Sinnen. Er isst sogar wieder. Die Ärzte sind zuversichtlich. Gute Arbeit. Dr. Connors? Hallo? Er ist in meinem Labor. Ich muss Miles anrufen und schnell hin! Miles, triff mich in Connors Labor! Ich glaube, Harry ist da und es klingt übel. Bin unterwegs. Beim Central Park gibt es eine Abkürzung zu Connors Labor. Ich habe den Gärtnerverband des Finanzviertels gefunden. Gleich gibt's Radieschen von unten. Kein Wort von den anderen Ansitzen vor der Funkstille? Gar nichts. Es ist die Spinne. Spinnen. Gut, das dürfte interessant werden. Informieren wir die Basis? Noch nicht. Warum sollten wir in ihnen Vorfreude wecken, wenn wir die Spinnen am Ende sowieso selbst fangen, oder? Richtig.
möglicherweise Spider-Man. Non può nascondersi per sempre. Bist du das, Spinne? Schlaf dich mal aus. Das Kämpfen macht mir Appetit auf Hologramme. Tut mir leid, wenn ich störe. Zeit, mein Wissen zu erweitern. Wenn ich das Herbizid in ihr Sprinklersystem leite, kann ich sicher ein paar Jäger erledigen. Miles, triff mich in Connors Labor. Ich glaube, Harry ist da. Und es klingt übel. Bin unterwegs. Beim Central Park gibt es eine Abkürzung zu Connors Labor. Ich muss irgendwie zu Harry durchdringen. Er ist da drin. Ich weiß, ich kann ihn erreichen. Ich hoffe nur, er tut Connors nichts. Verzeihung. Diese Leute kommen gegen die Symbionten nicht an. Gegangen? Nein. Wie soll das funktionieren?
Einfach zusammentun wie sonst, oder? Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Gehört mir. Wir sollten nicht mehr lange warten müssen. Die neuen Rekruten kommen in der nächsten. Das kam. Woran erkennen wir Ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Hier oben. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Das Narrenfeuer. Das ist das Narrenfeuer. Wieso bist du... Da ist er! Das ist kein Smalltalk für mich! Ich hab mich um dich gesorgt! Mir geht's gut. Ich war wütend und nachlässig. Jetzt bin ich voll da. Stabil. Und schön liegen bleiben. Noch keine Spur von Ihrem Boss. Gehen wir weiter. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Warte, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Wer sagt's denn? Alle guten Dinge sind zwei. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, Yuri, wirklich? Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein.
Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Hast du was vor? Gut genug. Sehen wir nach den Gefangenen. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten Hof? Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Wirft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang dieses Funken von Typhon zu Hephaistos. Alles okay mit dir? Du klingst... Alles richtig. Du musst dein wahres Ich nicht mehr vor der Welt verbergen. Da die Welt dir von nun an nichts mehr anhaben kann. Dieser Raum hat wohl keine anderen Ausgänge. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Das Brandmal ist Schild und Schwert zugleich. Es wird deine größte Quelle des Widerstandes und der Kraft sein. Da ist Zeit. Guten Flug. Und diese Glut wird niemals vergehen. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Seit Anbeginn gab es keine deutlichere Wahrheit. Daran müssen wir jetzt denken. Hey, steh auf! Denn die Purpurstunde naht. Du enttäuschst die Flamme. Sehr gut. Zu mir! Da oben! Unter mir! Ja. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Ich weiß nicht. Es muss einen Weg geben, diese Zellen aufzuschließen. Na los! Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein. Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Woher kennt ihr zwei euch? Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Oh, hi! Alter Ben! Nein, nicht wirklich! Gehen wir nach oben. Hinter der Tür oben sind noch mehr Anhänger. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist.
Willst du die Tür aufmachen? Wieso nicht? Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Das ist eine Polizistin, jagte gefiel sie. Der fand raus, wer glaubte zu sagen, dass sie scheitern. Alles okay? Was weißt du noch über ihn? Deine Vorherige. Damit niemand mit uns redet und sie ließen es zu. Er ist ein Monster. Das ist eine echte Prüfung. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht tot ist. Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Diese Gruppe war klein. Diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Sorry, kein Danke. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann... Kann es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Ich habe mir das alte Krankenhaus angesehen, in dem die Flamme sein soll. Es ist bewacht, aber nichts, was uns aufhält. Bereit? Ich glaube trotzdem, dass es eine Falle ist. Wir brauchen einen Plan. Klar. Beim Krankenhaus gibt es ein Dach. Wir reden dort. Ja, okay, bis dann.
nicht zeigen sollen. Ich störe doch nicht. Niemals. Los geht's. Mich kriegst du damit nicht. Danke für die Hilfe. Ich will nur mit dir mithalten. Das dürfte Robbie gefallen. Die Tochter meines besten Freundes hat das gemalt. Sie hat mir eine Skizze gezeigt, bevor sie losgelegt hat. Was wäre New York ohne seine Menschen? Norman, was machst du? Bitte. Gib mir meinen Sohn zurück. Ich...
bitte nicht! Was hat er mit dem Ding vor? Das werden wir gleich herausfinden. Du musst wissen, Harry gibt's nicht mehr. Wirt und Symbiont sind perfekt verschmolzen. Ich werde ihn noch retten. Das ist unmöglich. Aber du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt tötest. Bitte. Rette meinen Jungen. Ich weiß, dass du gerade dasselbe siehst wie ich. Viele New Yorker werden von diesen Dingern attackiert. Bin dran. Passen Sie auf sich auf. Er hat nur diesen Meteoriten gebraucht. Jetzt kann er die Welt heilen. Das haben wir nicht gewollt. Alle Fenster, nagelt die Türen zu. Verlasst auf keinen Fall eure Wohnungen. Die Rettungskräfte organisieren Notfallevakuierungen und diesen verteilt Essen und Überlebensausrüstung. Online findet ihr aktuell. Wenn ihr von Leuten wisst, die Hilfe benötigen, schreibt in die Kommentare. Leute, ich weiß, ihr habt Angst. Die habe ich auch. Aber haltet durch. Die Spider-Man geben da draußen alles, um diese Sache unter Kontrolle zu bringen. Die geben nicht auf, also tun wir das auch nicht. Bleibt standhaft. Let's go.
würde den letzten Treffer landen. Ah, Hochmut bringt uns alle zu Fall. Yeah.